Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zurück hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr nach so langer Zeit wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einer neuen Produktvorstellung in H0. Heute haben wir die Pico 218 in ihrem einmaligen Farbkleid und die werden wir uns heute genauer anschauen. Infos zum Vorbild, Infos zum Modell, Fahraufnahmen und Detailaufnahmen, alles hier in dem Video zu finden. Und ja, dann würde ich sagen, der Fahrplan steht fürs Video und wir legen los. Beginnen wir mit den Informationen zum großen Vorbild. Und da gibt es jetzt in diesem Video nicht allzu viel zu sagen, denn über die Baureihe 218, meine heißgeliebte 218, da haben wir schon sehr viel drüber verloren. Es gibt auch genügend Videos hier bei uns auf dem Kanal, wo wir dann in sämtlicher Detaillierung die Baureihe erklärt haben. Es wird jetzt hier gleich ein Video eingeblendet werden und da könnt ihr draufklicken. Und da, wenn euch die ganzen Informationen zum Vorbild interessieren, da könnt ihr draufklicken und euch dann in diesem Video dann diese ganzen Sachen anschauen. Wir hier machen jetzt direkt weiter mit den Informationen zum kleinen Modell. Angekommen hier bei Modell in 1:87. Es ist erneuert von letztem Jahr, von 2021, denn um genau zu sein, am 8. Juli 2021, da war es soweit, die Lok wurde der Öffentlichkeit im Werk Cottbus vorgestellt. Es ist eine Zusammenarbeit von Märklin und Pico, die für diese Lok sozusagen Pate waren und ihr diese Lackierung gegeben haben. Diese Lackierung basierte auf einem Ideenwettbewerb, der gemacht wurde in Kooperation mit dem Fahrzeuginstandhaltungswerk Cottbus, kurz FZI. Und dieser Ideenwettbewerb hat dann diese Lackierung zum Endergebnis gehabt und das soll im Prinzip die Geschichte des Werk Cottbuses darstellen von der Dampflokzeit auf dieser Seite, wo wir dann die Farben der Dampfloks haben in Schwarz und in Rot, wo dann halt auch hier vorne dann einmal das Schriftlogo von Pico zu lesen ist und dann auf der anderen Seite das Moderne der ICE, eine weiße Lackierung mit dem bekannten roten Streifen der Deutschen Bahn. Und hier vorne sehen wir dann das Logo von Märklin. Ja, und dieser Ideenwettbewerb kam so gut an, dass dann diese Lok umlackiert wurde. Es handelt sich um 218497, im Übrigen die drittletzte gebaute Maschine. Und diese Lok ist jetzt zwar Eigentum vom Werk Cottbus, vom FZI, aber letztendlich wird diese Lok vermietet an Eisenbahnunternehmen, die dann halt mit dieser Lok ihre Züge bespannen wollen. Das können Güterzüge sein, das können Personenzüge sein. Wie gesagt, jeder Zug, der mit dieser Baureihe fahrbar ist, kann angehangen werden, sprich die Lok kann gemietet werden und dann kann es auch schon losgehen. Kommen wir nun zu den technischen Details der Lok. Wir haben hier eine Pico Gleichstromlokomotive der Hobby-Serie. Wie kommt die Lok zu uns? Im sehr bekannten Pico Blisterkarton. Die Lok haben wir jetzt hier schon ausgepackt. Mit dabei ist nur dieses recht übersichtliche Ersatzteilblatt, denn ihr kennt es, glaube ich, Loks der Hobby-Variante haben jetzt nicht so viele Ansteckteile, deswegen hier hinten die letzte Seite ist dann auch schon weiß und deswegen gibt es hier nicht allzu viel, was man als Ersatzteil kaufen kann. Decoder, 8-polige Schnittstelle, sprich hier ist kein Decoder ab Werk dabei, den muss man sich dazu kaufen. Artikelnummern zu den unterschiedlichen Varianten kommen wir gleich separat noch zu, denn es wird diese Lok auch
direkt schon mit einem Pico Sound Decoder geben und es gibt die Lok auch noch für die Spur G, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. So kommt die Lok sozusagen zu uns. Wir haben bei den technischen Details eine Lok der Epoche 6 der Deutschen Bahn AG. Wir haben Länge über Puffer 180 mm, kleinster befahrbarer Radius ist 358 mm, das entspricht Barocco dem R2 und wir haben hier eine 8-polige Schnittstelle nach NEM 652. Der Decoder, wie gesagt, ist nicht dabei, ist eine analoge Lokomotive. Den Decoder muss man sich separat dazu kaufen. Wir haben Lichtwechsel auf beiden Seiten weiß-weiß und wir haben auf der Führerstandsseite 2 hier vorne auf der Märklin-Seite haben wir einen Lokführer sitzen. Mit dabei sind Bügelkupplungen auf beiden Seiten. Und so steht das Modell schon dann fix und fertig auf den Schienen. Kommen wir zum Schluss noch zu den Artikelnummern, wie ja gerade eben schon angesprochen. Wir haben hier ein DC-analoges Modell mit der Artikelnummer 57400. Das Modell wird jetzt Mitte des Jahres von Pico auch mit einem bereits ab Werk ausgestatteten Pico Sound Decoder ausgestattet werden, mit dem sogenannten Pico Train Sound. Es ist ein extra für die Lok nochmal neu aufgelegten 218 Sound, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und die Lok hat dann die Artikelnummer 57401. Pico bietet diese Lokomotive auch natürlich in der Spur G an, sprich der Gartenbahn. Dort ist auch bereits schon ein Decoder ab Werk verbaut und dort haben wir die Artikelnummer 37511G. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Videos angekommen für heute. Sollten jetzt noch von eurer Seite Fragen offen sein, kein Problem. Ihr könnt natürlich jederzeit uns eine E-Mail schreiben oder unter dieses Video die Kommentarfunktion nutzen. Wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vergesst nicht, uns zu besuchen, www.modellbahnunion.com. Dort in unserem Webshop könnt ihr auch diese Lokomotive euch natürlich kaufen und nach Hause liefern lassen. Danke, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.